So, also unser Thema heute, sollen Maschinen über Menschen entscheiden dürfen? Stoppt den AMS-Algorithmus. Worum geht's da? Ich freue mich einmal, dass Sie da sind, hier im Saal, aber auch zu Hause oder im Büro oder von wo immer Sie sich zuschalten im Livestream. Mein Name ist Daniela Seukern. Ich darf heute durch diese Diskussionsrunde, diese hochkarätige Diskussionsrunde zu diesem Thema AMS-Algorithmus führen. Schauen wir uns aber diesen AMS-Algorithmus einmal so quasi in der Praxis an. Ein Großteil von uns allen war wahrscheinlich schon einmal arbeitssuchend. Ich auch, ja. Was passiert? Wir melden uns beim AMS. Wir kriegen so eine sogenannte Terminkarte, wo eben Termine, die wir besuchen sollen oder müssen, draufstehen und gehen dann zum AMS, haben dort eine Beraterin und einen Berater und die bemühen sich mit uns zusammen, einen neuen Job für uns zu finden. In meinem Fall war es leider nicht erfolgreich, ich habe mir dann einen Job woanders selbst gesucht. In vielen Fällen zum Glück ist es erfolgreich. Die Herrschaften dort sind auch, muss man Ihnen jetzt natürlich sagen, sehr bemüht, mit ihnen einen Job zu finden, aber was sie sicherlich sind, sie sind immer unter Zeitdruck. Was wäre da zum Beispiel, wenn man diesen Herrschaften das ein bisschen erleichtern könnte? Wenn zum Beispiel eine Maschine die Menschen vorab, die Arbeit suchen, in Kategorien teilen könnte, dann könnte man mit einem Knopfdruck sozusagen als Beraterin oder Berater gleich feststellen, aha, passen in diese Kategorie, passen in diese, passen in diese. Und es wäre natürlich eine große Zeitersparnis. So könnte man vielleicht statt 4 bis 5 Termine in der Stunde vielleicht 7 bis 8 abhandeln und das Ganze wäre vielleicht ein bisschen entspannter. So oder so ähnlich haben sich das wahrscheinlich AMS und auch Arbeitsministerium gedacht, als sie vor einigen Jahren den AMS-Algorithmus entwickelt, erdacht, in Auftrag gegeben haben. Dieser AMS-Algorithmus soll eben genau das machen. Er soll die Arbeitssuchenden vorweg in 3 Gruppen einteilen, nämlich in Menschen, die eine hohe, mittlere oder niedrige Chance haben, relativ schnell wieder in ein Beschäftigungsverhältnis zu wechseln. Dazu muss man sagen, die spannendste Gruppe von Seiten des AMS oder dieses AMS-Algorithmus ist da die mittlere Gruppe. Da wird halt relativ viel an Förderung hinein investiert. Die eine hohe Chance haben, bald wieder einen Job zu finden, die werden so weitestgehend, sagen wir jetzt einmal ganz flapsig, in Ruhe gelassen. Ja. Und die eine niedrige Chance haben, ja, und genau um die soll es unter anderem heute natürlich auch gehen. Was ist dann mit denen? Ja? Wie geht das weiter? Das ist das große Problem und vor allem wird auch ein bisschen vergessen, dass es da wahrscheinlich auch Menschen gibt, die dieser Algorithmus benachteiligen könnte. Was wäre zum Beispiel mit Menschen, die eine Behinderung haben? Was wäre mit Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind? Was ist mit Menschen, die älter sind? Was ist mit Menschen, Frauen, denen eine Betreuungssituation zugerechnet wird? Ja, vielleicht ist es gar nicht die Frau, vielleicht ist es der Mann, der die Betreuungssituation hat. Das alles sind Kritikpunkte, die heute diskutiert werden sollen. Und aus dem Grund hat sich auch vor einiger Zeit Epicenter Works, die Plattform für Grundrechtspolitik, mit diesem AMS-Algorithmus schon beschäftigt, also schon vor langer, langer Zeit, als es ihm eben begonnen hat zu geben. Und von Anfang an vieles daran kritisiert, was genau, das werden wir heute besprechen. Ja? Dieses System ist so quasi jetzt sinngemäß in der Form nicht möglich, nicht tragbar, nicht transparent genug. Also das sind einige der Argumente, aber wir werden heute viele, viele mehr dazu hören. Es gibt auch noch ein ähnliches System, das in Polen im Betrieb schon war, das 2019 dann mit einem richterlichen Beschluss gekippt wurde, eben weil es auch Bedenken gab, auch datenschutzrechtliche Bedenken. Und auch dieser AMS-Algorithmus in Österreich ist bisher noch nicht in Vollbetrieb, weil, und das ist eben der Punkt, warum wir heute hier sitzen, er von der Datenschutzbehörde beeinsprucht wurde und es dazu ein laufendes Verfahren gibt. Dazu muss man auch sagen, weil es dieses laufende Verfahren gibt, haben sich auch die Vertreterinnen und Vertreter vom AMS und vom Arbeitsministerium heute entschuldigt und wollten dazu nichts sagen. Auf der anderen Seite des Verfahrens steht die Datenschutzbehörde, die hat sich heute mutig hier hergesetzt, um ihren Standpunkt zu vertreten und den wollen wir eben heute besprechen. Deshalb darf ich Ihnen jetzt dieses hochkarätige Podium für heute vorstellen. Beginnen wir mit Frau Doktorin Doris Allhutter. Sie sitzt hier neben mir.
Sie ist Senior Scientist am Institut für Technologiefolgenabschätzung und hat eine sehr umfangreiche Studie zu diesem AMS-Algorithmus gemacht und veröffentlicht, über die wir heute sprechen wollen. Auf der anderen Seite sitzt Frau Magister Dagmar André. Sie ist von der Arbeiterkammer Oberösterreich und wird uns auch ihren Standpunkt dazu heute darlegen. Er hat übrigens auch eine Aktionswoche dann gemeinsam mit Epicenter Works geplant, auch über die werden wir heute sprechen. Herr Magister Gerald Lorca ist heute bei uns. Er ist Abgeordneter zum Nationalrat der NEOS. Und er hat, korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht richtig ausdrücke, es muss ein Gesetz geben sozusagen, damit dieser Algorithmus richtig verankert werden kann und auch möglich ist. Und die NEOS haben sich für dieses Gesetz ausgesprochen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, also Sie sind der Vertreter des AMS-Algorithmus oder Pro, oder wir werden es noch genauer besprechen, wie dann genau Ihre Einstellung dazu ist. Ja? Neben mir Thomas Lohninger, Executive Director von Epicenter Works, eben der Plattform für Grundrechtspolitik. Er hat eben mit seinem Team diesen AMS-Algorithmus wirklich auseinandergenommen, ganz genau angesehen oder beziehungsweise was man ansehen konnte davon. Auch das werden wir heute besprechen. Dann haben wir noch einen Dr. Andreas Zavadil bei uns, eben von der Datenschutzbehörde, der diesen Einspruch gegen den Algorithmus mit seinem Team ins Rennen gebracht hat. Und wir hätten heute auch noch eingeladen gehabt Peter Oberdamer, der sich damit auch sehr beschäftigt hat und sich sozusagen auch als Betroffener dieses AMS-Algorithmus bezeichnet hat. Er musste aber leider aus persönlichen Gründen heute absagen. Wir werden versuchen, seine Position so quasi mitzudiskutieren hier am Podium. Fangen wir aber gleich jetzt an bei Ihnen, Herr Lohninger. Vielleicht können Sie uns jetzt einmal von Seiten von Epicenter Works erklären, was sind denn jetzt einmal die grundlegenden Kritikpunkte? Warum finden Sie diesen AMS-Algorithmus, so wie er programmiert ist, so wie er ins Laufen gehen hätte sollen, ja, ist er jetzt zum Glück in der Form ja noch nicht, warum finden Sie den so kritisch? Ja, vielen Dank. Also das Problem beim AMS-Algorithmus beginnt wirklich beim Anfang und hört nicht auf. Es ist an sich so, dass man prinzipiell schon diskutieren kann, ob so eine Funktion, das Einteilen von staatlichen Ressourcen, im Grunde sind Förderungen und Schulungen durch das AMS ja eine staatliche Ressource, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, über einen Algorithmus verteilt werden soll oder nicht. Und das ist sicherlich eine Frage, die wir hier jetzt festmachen können und die ganz grundlegend ist, weil ich glaube, wir werden in Zukunft noch ganz viele automatisierte Entscheidungsfindungsprozesse sehen. Wir haben das teilweise schon im Migrations- und Flüchtlingsbereich. Wir haben es an so gut wie jeder Grenze, so das Stichwort Smart Borders. Und wir sehen es eben auch schon teilweise, wenn es Finanzdelikte geht oder wenn es um überhaupt das Scannen von Finanztransaktionen geht. Und in all diesen Bereichen poppen jetzt einfach Algorithmen auf, weil es technisch möglich ist. Und hier gibt es durchaus auch eine Brisanz und gewisse Entwicklungen, die man gesellschaftspolitisch kritisch betrachten muss. Zum Beispiel da, wo diese Algorithmen klar diskriminierend sind, wie der AMS-Algorithmus, wo einfach eine Betreuungspflicht negativ sich auswirken kann, wenn man eine Frau ist, wenn die Postleitzahl entscheidet über die Chancen, wenn auch das Alter oder die Herkunft eine klare Kategorie bilden. Grundum kann man sagen, es ist eine problematische Entwicklung für uns als Datenschutz- und Grundrechts-NGO, wenn Computer und nicht mehr Menschen entscheiden über menschliche Schicksale. Und gerade da, wo diese Systeme intransparent gebaut sind, wo sie eben nicht im Detail auch veröffentlicht oder für die Einzelnen nachvollziehbar sind, dann haben wir hier ein verstärktes Problem. Und hier gibt es eben auch schon EU-Gesetzgebung, den AI Act, der nach dem Vorschlag der Kommission zum Beispiel sowas wie den AMS-Algorithmus als Hochrisikosystem eingestuft hätte. Also ein zweiter Kritikpunkt für uns ist die fehlende Sorgfaltspflicht. Man hat sich auf Seiten des AMS einfach nicht in einer offenen Debatte auch mit den Risiken auseinandergesetzt, aus unserer Sicht. Zuletzt glauben wir eben auch, dass man so einen Algorithmus nicht als Zwangsverpflichtung machen kann, auch wenn er nur eine Teilautomatisierung ist. Also die Beraterin, der Berater könnte widersprechen, aber den Algorithmus zuzustimmen, das ist ein OK-Klick, ihm zu widersprechen, braucht eine Begründung. Also hier gibt es schon eine starke Tendenz, dass das der neue Default wird. Und wir glauben, dass es ganz leicht ist für Menschen, sich vorzustellen, wie Sie gesagt haben, arbeitslos oder arbeitssuchend kann jeder und jede mal werden. Und deswegen ist es so wichtig, das hier in einem greifbaren Beispiel zu diskutieren, anstatt zum Beispiel nur im Migrations- und Flüchtlingsbereich, wo ich glaube, die Debatte würde anders verlaufen. Man könnte dazu ja jetzt auch ganz provokant sagen, es könnte ja auch Vorteile geben, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an eine AMS-Beraterin oder einen Berater komme, die mir vielleicht persönlich nicht
gut gesinnt sind, ja, oder die vielleicht einen schlechten Tag haben, hat ja jeder von uns einmal, ja, und jetzt an dem Tag nicht so motiviert sind, könnte natürlich der Druckknopf sozusagen mir auch was Gutes bringen. Aber Sie meinen schon, grundsätzlich überwiegt die Negativität. Ja, also dahinter steckt so ein bisschen die Frage, ist es jetzt besser oder schlechter, wenn eine Maschine oder ein Mensch gegen einen diskriminiert? Und wir glauben, dass es da, wo es Computer sind, dort, wo es sozusagen objektive, unter Anführungszeichen, Systeme sind, reden wir halt auch von strukturellem Rassismus, von struktureller Diskriminierung. Und ergo glauben wir, dass es dort eben besonders wichtig ist, hinzuschauen und schon allein die generalisierten Regeln so aufzustellen, dass es im Nachgang keine Probleme gibt. Dankeschön. Herr Dr. Zadrazil, was sind denn jetzt von Seiten der Datenschutzbehörde die Knackpunkte gewesen? Warum haben Sie, bei Ihnen wird es ja jetzt nicht um die Details in der Form gegangen sein, sondern Sie achten ja darauf, dass einfach datenschutzrechtlich auch alles in Ordnung ist. Was war da der Punkt, warum Sie das beansprucht haben? Ja, also wir haben diesen Einsatz des AMS-Algorithmus mit Bescheid untersagt, aber das sind zwei Punkte wesentlich. Der erste Punkt ist, der Einsatz des AMS-Algorithmus wird untersagt. Zweiter Punkt, Beistrich, sofern keine qualifizierte gesetzliche Grundlage dafür besteht. Und das ist eigentlich auch genau der Knackpunkt der Entscheidung gewesen, denn ein solcher Einsatz des AMS-Algorithmus erfordert nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, also sowohl europarechtlich als auch in unserem nationalen Datenschutzgesetz, ganz einfach eine qualifizierte gesetzliche Grundlage. Dazu muss man jetzt sagen, ja, natürlich hat das AMS die gesetzliche Grundlage, ganz grundsätzlich gewisse Daten zu verarbeiten. Also das ist im AMS-Gesetz geregelt, selbstverständlich. Wenn jetzt jemand arbeitslos ist, dann muss natürlich das AMS diese Daten verarbeiten, dass zum Beispiel Arbeitslosengeld ausbezahlt wird oder dass jetzt eine Vermittlung für ein neues Angebot stattfindet. Also das ist völlig klar und völlig unstrittig. Aber dieser AMS-Algorithmus ist so eine, ich sage, besondere Verarbeitungsform, eine solch besondere Verarbeitungsform mit einem solchen Risiko, dass eben hier die Datenschutzgrundverordnung, also kurz DSGVO, ganz besondere Voraussetzungen vorsieht. Und diese Voraussetzungen sind unserer Meinung nach nicht erfüllt, denn zum Beispiel bei sensiblen Daten, beim AMS-Algorithmus haben wir auch Gesundheitsbeeinträchtigungen und da ist es eben so der Normtext von der DSGVO so, dass ganz besondere geeignete Garantien gesetzlich normiert werden müssen. Und das Stichwort ist besonders. Also das heißt, diese Vorschriften im Gesetz müssen dann wirklich auf diese besondere Verarbeitungsform hinzielen. Man muss also gesetzlich geeignete Garantien schaffen, die einerseits das AMS verpflichten, dass eine gewisse Datenqualität sichergestellt wird und dass damit auch Rechte der Betroffenen, also der arbeitslosen Personen, sichergestellt werden. Und die Datenschutzbehörde hat diese Erfordernisse als nicht erfüllt gesehen im AMS-Gesetz und vor diesem Hintergrund das Ganze bescheidmäßig untersagt. Was man dazu sagen muss, das ist nicht rechtskräftig. Also das letzte Wort aktuell hat der Verwaltungsgerichtshof. Also das liegt jetzt, glaube ich, schon 1,5 Jahre dort. Und ich nehme mal an, dass auch zeitnah mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Der letzte Punkt, bei dieser Entscheidung geht es selbstverständlich auch nicht darum, die Digitalisierung der Verwaltung, wenn man so möchte, zu beeinträchtigen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man hier effizient die Ressourcen einsetzt. Es geht ganz einfach, einen rechtlichen Rahmen für diese Digitalisierung zu schaffen. Haben Sie eigentlich herausfinden können, weil wir jetzt bei den Daten sind und dabei kurz noch bleiben, welche Daten jetzt überhaupt erhoben werden und in diesen AMS-Algorithmus einfließen? Haben Sie da eine Ahnung? Ja, also das haben wir im Ermittlungsverfahren festgestellt. Abschließend kann ich es jetzt nicht ad hoc aufzählen, aber unter anderem natürlich die Stammdaten wie Name, Adresse, dann, jetzt wird schon etwas heikler, Bildung, Herkunft, wird jemand vielleicht politisch verfolgt und natürlich auch, und das ist auch das oder der Knackpunkt daran, die sensiblen Daten, die nach dem Regime der Datenschutzgrundverordnung eben unter einem ganz besonderen Schutz stehen. Vielen Dank, Frau Doktorin Alhuter. Sie haben sich ja eben mit dem AMS-Algorithmus auch wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt, eine umfangreiche Studie herausgegeben. Ich muss dazu sagen, drüber gelesen. Ich habe es nicht geschafft, alle 120 oder 130 Seiten da jetzt zu lesen. Aber vielleicht können Sie uns einmal erklären, was war denn überhaupt einmal der Anlassfall, dass Sie sich damit beschäftigt haben und vielleicht einmal eine kurze Zusammenfassung, was in Ihrer Studie eigentlich dann so das Conclusio war.
Also Anlassfall war sicherlich die öffentliche Debatte, die losgetreten wurde, als so erste Einsichten in den AMS-Algorithmus bekannt wurden. Vor allem auch, wenn Sie sich vielleicht erinnern, die Abzüge, die man für bestimmte Personenmerkmale bekommen kann, also Frau minus 0,14 Betreuungspflichten minus so und so. Es gab einen großen Aufruhr und wenig tatsächlich wissenschaftliche Einsicht, was in diesem Blackbox-System eigentlich abläuft. Wir haben eine soziotechnische Studie zu diesem AMS-Algorithmus gemacht. Das heißt, wir haben das System uns technisch angeschaut, in seine Bestandteile zerlegt, geschaut, was die einzelnen Komponenten sind und dann auf sozialer Ebene, wie sich die Ausgestaltung des Systems auswirken kann. Und es gibt ja auch so einen soziotechnischen Bereich, wo man sehen kann, dass in der technischen Entwicklung bestimmte Wertentscheidungen getroffen werden und Normsetzungen stattfinden, die eben nicht zu einem objektiven Ergebnis führen, sondern zu einem Ergebnis, das eben ein bestimmtes Framing hat und ein bestimmtes Ziel verfolgt. Jetzt haben Sie vorher angesprochen, na, es ist doch eigentlich vielleicht der Fall, dass man vor jemandem sitzen kann im AMS, der einem an diesem Tag nicht wohlgesonnen ist, der vielleicht willkürlich entscheidet. Und das war ja auch ein Argument für die Einführung so eines Systems. Wenn wir uns die Leitgedanken in der Entwicklung des Systems ansehen, sehen wir aber sehr klar, dass die Erhöhung der Effizienz, also die Schnelligkeit im Bearbeitungsprozess, das vorrangige Leitbild war und dass technisch keine Maßnahmen getroffen wurden, um Willkür zu vermeiden. Mhm. Vielleicht übergebe ich da jetzt gleich an die andere Seite des Podiums. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich die Komponente Mensch rausnehmen, Frau Magister André, Sie sind von der Arbeiterkammer. Sie würden es vielleicht von der anderen Seite sehen, dass ja es auch beeinträchtigen könnte oder Vorurteile schüren könnte, wenn man jetzt beim AMS Beraterin, Berater ist, man drückt aufs Knöpfchen und da kommt raus, ich überspitze es, ja, aber Loser, ja, geht nichts mehr, kann man nicht vermitteln, dann macht das ja auch was mit der Beraterin und mit dem Berater, oder? Das war, glaube ich, auch Ihr Argument. Bevor ich heute nach Wien gefahren bin, wir haben gestern bei uns in der Abteilung über das diskutiert, wie absurd es eigentlich jetzt ist, das über das heute zu diskutieren. Ich möchte das kurz erklären. 2021 mit dem Algorithmus, wo das so richtig intensiv diskutiert worden ist und da zum Einsatz gekommen ist, hat man eine Gruppe Menschen dazu erklärt, dass es eigentlich sich nicht auszahlt, in die wirklich viel in Weiterbildung zu investieren, viel in Betreuung zu investieren, weil die haben eigentlich eh keine Chance am Arbeitsmarkt, kurz gesagt. Ja. Die schickt man in irgendwelche Betreuungsgeschichten oder so, aber nicht sonderlich viel Einsatz. Und da sind auch manche dann durchgefallen, die wirklich was machen wollten, wo der Algorithmus einfach irgendwelche Vergangenheitsdaten gespeichert hat, die jetzt gar nicht mehr aktuell waren. Das ist ein Problem bei Algorithmen, die bauen ja immer auf irgendwas Historisches. Heute haben wir genau die gegenteilige Diskussion. Jetzt steht der AMS-Chef in Oberösterreich auf der Bühne und sagt, bitte, liebe Unternehmen, geht auf alle Menschen zu, schöpft aus dem Vollen, gebt auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen eine Chance, schaut doch viel mehr auf die Frauen und, und. Und jetzt haben wir ein großes Problem, weil wir quasi jetzt Menschen wieder intensiv suchen und jetzt haben wir ein Problem. Wir können dann Computer oder einen Algorithmus abdrehen. Nur die Vorurteile, die sie mit diesem Algorithmus massiv manifestiert haben, die sind jetzt nachhaltig im Kopf und bei allen. Bei den Arbeitslosen, die auf einmal völlig in eine andere Rolle kommen, als hat man sich quasi zuerst mehr oder weniger angeschastelt, auf gut Oberösterreichisch jetzt mal gesagt, ja, auf die Unternehmen, denen man ja auch quasi jetzt ein Jahr lang eigentlich niemanden geschickt hat, wo es herausfordernder war, und auf den AMS-Berater, auf die AMS-Beraterin, die eigentlich auch mit, quasi jetzt gesagt kriegt, sag nicht zu viel, was du kannst, weil das ist ja das, was AMS-Beraterinnen können. Gut vermitteln, auf die Personen eingehen, schauen, was wirklich gut zusammenpasst. Das ist ja das, was den Job spannend macht. Nicht das schnelle Vermitteln, da zu zeigen, was ich drauf habe. Und jetzt sollen sie es auf einmal wieder machen. Ne? Obwohl sie dann vor einem Jahr per Mausklick gesagt haben, lass den lieber in Ruhe. Und das ist derartig nachhaltig und das ist das Problem zwischen Computer und Menschen. Oder das ist das Schöne am Menschen, am Mensch merkt sie, was ein Mensch menschelt. Aber ein Mensch hat eben auch nachhaltig bei Vorurteilen.
Gut, Herr Magister Lorca, wenn Sie sich das jetzt alles so anhören, was sagen Sie zu dem Ganzen? Sie sind da ja eher so auf der Seite, dass es ein Gesetz geben soll, das diesen AMS-Algorithmus tatsächlich dann auch möglich macht. Sage ich das richtig? Ja, also wir wollen das möglich machen. Also ich finde den ersten Punkt grundfalsch. Wir geben sehr viel Geld aus für das AMS und die Steuerzahler haben ein Interesse, dass dieses Geld optimal genutzt wird und damit die Menschen, die Arbeit suchen, möglichst schnell Arbeit bekommen und dass die, die Qualifizierung brauchen, möglichst schnell Qualifizierung bekommen und möglichst effizient. Und wenn dazu IT einen Beitrag leistet, dann wollen wir die genutzt sehen. Und wenn es dafür ein Gesetz braucht, wollen wir das Gesetz haben. Ich würde mal bitte noch einen Schritt zurückgehen. Es ist einmal grundsätzlich ein Irrglaube, dass das AMS mich in einen Job bringt. In einen Job komme ich, weil ich mich um einen Job bemühe, weil ich mich bewerbe, weil ich mein Kontaktnetzwerk anwerfe und das AMS administriert die Arbeitslosigkeit im Wesentlichen. Die Vermittlung ist nicht so toll, wie Sie es schildern, weil der Service für Unternehmen, der zu Ihnen kommt und die Arbeitsplätze in Ihrer Firma anschaut, ist nicht der, der mit den Arbeitssuchenden spricht und dann ein Matching macht. Also das ist schon, ich finde die Organisation grundschlecht aufgebaut. Ich bin hier nicht das Arbeitsministerium, ich bin nicht das AMS, ich möchte, dass Steuergeld effizient eingesetzt wird. Ich möchte auch nicht aus diesem Opfergedanken heraus diskutieren, weil das auch nicht stimmt. Das Ergebnis des Algorithmus ist ja dann auch zu sehen, da hat jemand so hohe Arbeitsmarktchancen, um den muss ich mich gar nicht kümmern, in den muss ich überhaupt keine Ressourcen investieren, weil der findet sowieso gleich einen Job und damit schaffe ich Ressourcen für die Fälle, die schwieriger sind. Es ist auch nicht zu befürchten, dass beispielsweise für Frauen ein Nachteil entstünde, weil ja festgeschrieben ist, dass 50% der AMS-Mittel für Frauen einzusetzen sind, Frauen aber nur 42% der Arbeitssuchenden ausmachen. Also wir haben da sogar gesetzlich sichergestellt, dass es zu einer Überrepräsentation der Frauen bei der Zuteilung der Finanzmittel kommt. Und auch bei Menschen mit Behinderung muss ich schon sagen, da ist das AMS gar nicht der Hauptansprechpartner. Da gibt es ganz viele Organisationen in Österreich, die sich professionell um Menschen kümmern, die eine körperliche und oder geistige Beeinträchtigung haben und die professionalisiert sind, solche Menschen in den Arbeitsprozess, in den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt zu integrieren. Weil Sie jetzt gesagt haben, es geht Ihnen in erster Linie darum, die Steuergelder gut einzusetzen. Wäre es aber nicht auch eine Möglichkeit, diese Steuergelder vielleicht in die persönliche Beratung eher zu investieren? Weil wir kennen das ja auch alle, dass natürlich das AMS auch in den letzten Jahren immer geschnauft hat und gesagt hat, wie soll sich das alles ausgehen? Ja? Und wenn man jetzt realistisch ist, wenn ich natürlich jetzt pro Stunde, selbst wenn es jetzt nur 4 bis 5 Leute betreue, aber wenn jeder von uns kann sich ausrechnen, wie qualitativ hochwertig die Betreuung sein kann. Ja? Weil man muss ja einen Menschen richtig reindenken, man muss den mal kennenlernen, man muss sich die Vita anschauen. Das ist natürlich aufwendig. Da war jetzt der Kritikpunkt sozusagen, dass aber die menschliche Komponente sozusagen dahinter fehlt. Wäre das nicht auch eine Variante? Also man sagt, man nimmt das Geld und investiert es in die Leute. Naja, die Grundentscheidung, wie viel Geld man jetzt dem AMS zur Verfügung stellt, ist eine Vorfrage. So, und wenn ich dann sage, so viel Geld gebe ich fürs AMS aus, dann will ich dieses Geld optimal genutzt haben. Und da hilft moderne IT, diesen Finanzeinsatz zu optimieren. Und dann kann man immer noch diskutieren, ist es genug oder nicht genug. Wir haben, also das Parlament hat beschlossen, in der Covid-Krise mehr Geld ins AMS zu geben und zusätzliche Stellen zu finanzieren. Jetzt ist die Arbeitslosigkeit auf einem Langzeittief. Stellen werden nicht abgebaut. Ja. Muss aus Steuerzahlersicht auch kritisch beäugen. Also da gibt es viele Baustellen abseits des Algorithmus. Aber wenn ich sage, da sind diese Arbeitskräfte im AMS, die sich um die Menschen kümmern, die Qualifizierung brauchen, die einen Job suchen, dann will ich denen auch Tools zur Verfügung stellen. Und es ist eh angeklungen, Menschen sind auch nicht unfehlbar. Und wissen Sie, so eine Arbeit prägt sie auch. Also wenn Sie mit Leuten sprechen, die auf dem AMS arbeiten, die haben, wenn sie lange dort sind, viele Erfahrungen gemacht. Und da haben sich auch Vorurteile eingeprägt aus deren subjektiven Erleben, zu Recht oder zu Unrecht. Also der Computer ist nicht unfehlbar. Ein Algorithmus kann schlechte Shit in, Shit out, nicht? Wenn Sie ihn schlecht programmieren, dann liefert er schlechte Ergebnisse. Dann
soll man den natürlich verbessern und Fehlallokationen oder Fehlzuteilungen korrigieren. Das kann ich aber sogar bei der IT leichter als bei einem Menschen. Fehler erkennen und verbessern. Herr Lohninger atmet schon tief durch. Was sagen Sie dazu? Ich würde da ein bisschen Vorsicht vor einer zu großen Technikgläubigkeit einmahnen. Also viele dieser Computersysteme sind dann eben doch so gestrickt, dass da wenig Objektives und selten irgendwie eine Magie dahinter zu finden ist, sondern die sind halt von Menschen gemacht, oft auch auf Basis von Trainingsdaten, das heißt eigentlich die Summe der bisherigen Entscheidungen von den Menschen, die davor waren. Aber das wissen Sie auch natürlich sehr gut, der Arbeitsmarkt verändert sich, hat sich durch die Corona-Pandemie massiv verändert. Und ich glaube auch, dass diese Trainingsdaten, also wie entscheidet er die ganze Zeit mit veraltetem Wissen, könnte man sagen. Da, glaube ich, sind Menschen weitaus lernfähiger als ein Computersystem. Und Sie haben auch gesagt, eben dieser Punkt, dass es am Ende natürlich ein großer Faktor ist, die Eigenmotivation, ob man sich als Mensch wirklich auch für einen Job bemüht. Aber ich glaube, da müssen wir halt auch sehen, was dieser Algorithmus, ähnlich wie das die Kollegin gesagt hat, auch schon angerichtet hat. Also wir haben Fälle, bei uns kann man ja mit einem einfachen Tool auf der Website am Messalgorithmus.at eine Auskunftsersuchung stellen, und wir haben Fälle, wo Leute 0,0% Jobchancen bekommen haben. Und das macht was mit den Menschen. Wenn man das gesagt bekommt, bei dir glauben wir nicht dran, dann ist genau dieser intrinsische Motivationsfaktor einer, wo wir es den Menschen nicht leichter machen, sich aufzurappeln. Und das ist ja auch eine unserer Forderungen, dass man dann, wenn man schon solche Systeme baut, und ich bin ja auch nicht gänzlich dagegen, dass es solche Entscheidungshilfen geben kann, vor allem eben, wenn ich glaube, meine Beraterin, mein Berater ist biased, dass es dann eben auch ein Computersystem gibt, wo ich mir einfach so was wie eine zweite Meinung holen kann, aber als optionale Entscheidung, als etwas, das die Betroffene oder der Betroffene selber für sich in Anspruch nehmen kann und nicht aufgestellt bekommt. Da wäre es halt auch gut, wenn dort auf Stärken fokussiert würde und nicht die Schwächen der Person, die man in der Demografie, in der Vita findet, dann den Ausschlag darüber geben, welche Chancen ich bekomme. Also es muss immer ein Recht auf ein Augenmaß geben. Ich glaube, auch bei aller Digitalisierung von Verwaltungsprozessen braucht es immer noch einen analogen Prozess, schon allein für die ältere Generation. Und da, wo wir es bei der Zuteilung von Ressourcen verwenden, müssen wir dieses menschliche Augenmaß zumindest als Default möglich erhalten. Wollen Sie darauf was sagen, Herr Lohninger, oder sonst Frau André und die Frau Alhuter hätten sich auch noch gemeldet? Ja, also natürlich gibt es immer Kontrollmechanismen und muss eine Möglichkeit geben zu sagen, so, und da greifen wir jetzt ein. Es braucht ein Gesetz für den Algorithmus, aber der Algorithmus ist nicht das Gesetz, an das sich alle halten müssen. Also das ist ein Arbeitsmittel und mit dem arbeite ich, aber nicht ausschließlich mit dem. Und Frau André, bitte, Sie haben sich gemeldet. Ja, ich glaube, das eine, was ich logischerweise völlig anders sehe, ist, die Arbeitslosenversicherung ist nichts, was uns der Staat geschenkt hat quasi und so jetzt ein bisschen verteilt, sondern historisch auch, wir haben uns die Arbeitslosenversicherung erkämpft, nämlich in dem Fall, wenn die Arbeit verloren geht, möchte ich sozial abgesichert sein. Das ist ein Versicherungssystem, in das zahle ich ein. Ich glaube, es wird jeder aufschreien, wenn zum Beispiel bei einer Kfz-Versicherung ein Algorithmus sagen wird, na der hat schon so viele Unfälle gebaut, dem zahlen wir den Schaden jetzt nicht. Ja. Der überholt immer von rechts. Ne? Ja, genau. Also sag mal so, das ist ein Versicherungssystem, das heißt, da gehen auch gewisse Verpflichtungen auch ein. Ja. Also das muss erledigt werden. Das Zweite ist, das ist ja schon gesagt worden, der Algorithmus speichert historische Daten. Das heißt, ich will die Menschen eigentlich in der Zukunft bewegen, in einen Arbeitsmarkt, der es vielen verdammt schwer macht. Es reicht da nicht, hochmotiviert zu sein, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, ich habe mit meinen 55 100 Bewerbungen geschickt und auf die 100 habe ich genau eine Antwort gekriegt, weil alle anderen haben mir nicht einmal geantwortet, dann kann ich nur so hochmotiviert sein, das muss ich zuerst einmal schaffen, nach so vielen Bewerbungen. Es hilft mir trotzdem nichts. Und wofür ich wirklich in die Bresche springen muss, ist, auch wenn es manchmal Kritik gibt an mancher Art, wie man miteinander umgeht, aber die Mitarbeit, die Arbeit der AMS-Mitarbeiterinnen derartig jetzt zu deklassieren und sagen, na, die tun ja nichts anderes, wie quasi Inserate weitergeben, die leisten Großartiges. Und wenn man sich alleine jetzt die Daten anschaut, wie es den Menschen zurzeit psychisch nach dieser Pandemie oder noch immer mitten in der Pandemie, wie man es ja immer sieht, geht, dann weiß man, die Menschen brauchen deutlich
mehr mit nur einem Job. Also ein Mensch auf eine reine funktionierende Arbeitsmaschine zu reduzieren, dagegen wäre ich massiv, sondern es geht darum, die Menschen aufzubauen, den Menschen Mut zu machen, genau denen, die wissen von den anderen, naja, es wird schwierig, denen, da muss ich, genau das ist die großartige Leistung, die ich bringen muss, und der Algorithmus bringt da überhaupt nichts, der behindert das eher. Wir könnten, wenn wir schon über Algorithmen reden, zum Beispiel darüber reden, machen wir so einen Algorithmus für AMS-Förderungen, das ist sehr arbeitsintensiv, da haben wir enorme Mitnahmeeffekte bei den Unternehmen. Legen wir da einen Algorithmus mal drüber und filter mal die Firmen aus, wo wir glauben, na, da wird ein hoher Mitnahmeeffekt sein, da schauen wir genauer hin. Da macht es wahrscheinlich Sinn, da geht viel Geld rein und da wird es vielleicht auch Sinn machen, diese Diskussion mal zu führen. Ich glaube nur, dass da die Stimmen gleich andere sein werden. Frau Allert, ich komme gleich zu Ihnen, aber ich merke, dass der Herr Lorca, da versperrt sich was in Ihnen, oder? Also, ja, nein, ich von mir aus führen wir den Algorithmus sofort ein für alle, die Förderungen abcashen. Ja, sofort, bin ich sofort dabei. Aber ich tue mir mit diesem Opferzugang so schwer, wir sind alle Opfer. Also heute, das hat der AMS-Chef in Vorarlberg gesagt, wer arbeiten will, kriegt einen Job. Wir haben im Moment eine Situation, der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Die Firmen finden keine Leute. Das ist das Problem. Und nicht, dass jetzt, wir die Massenarbeitslosigkeit haben und die Leute unter der Brücke schlafen. Das ist eher das Problem, dass die Anreizlogiken so sind, dass wenn jemand jetzt keinen Job hat und er einen sucht, muss er im Schnitt mindestens 29 Stunden arbeiten, damit er mehr hat, als er vorher ohne Arbeit gehabt hat. Also wir haben eine hohe Schwelle, bis es sich ökonomisch überhaupt rentiert, arbeiten zu gehen. Also diese, es sind alle arm und es sind alle Opferzugang. Ich weiß, von dem lebt Ihre Organisation politisch, aber den kann ich nicht leiden. Ja, von vielen Mitgliedsbeiträgen. Ja. Gut, ich möchte Sie, Frau Allhuter, mal zu Wort kommen lassen. Ist es noch aktuell, was Sie sagen wollten? Ja, natürlich. Also wir reden ja jetzt noch nicht über das Thema Arbeitslosigkeit an sich, sondern über den AMS-Algorithmus. Und ich denke, hier ist es für die Steuerzahlerinnen auch wichtig, zwei Dinge zu entscheiden. Nämlich auf der einen Seite werden hier im technischen System Entscheidungen getroffen, die eben die Kategorisierung von Personen treffen in drei Gruppen. Und auf der anderen Seite steht eine politische Entscheidung, die Sie jetzt eher angesprochen haben, nämlich in die mittlere Kategorie mehr an Fortbildung zu investieren als in die anderen beiden Kategorien. Jetzt kann man sich diese politische Entscheidung an sich anschauen und fragen, ob das einem Solidaritätsprinzip einer Sozialversicherung oder eine Arbeitslosenversicherung an sich entspricht. Andere Länder haben hier die Entscheidung getroffen, technische Systeme dahingehend zu entwickeln, dass beispielsweise Langzeitarbeitslosigkeit früh erkannt werden kann oder ein Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit früh prognostiziert werden kann und besonders in diese Zielgruppe investiert wird. Österreich scheint hier wohl einen anderen Weg gehen zu wollen. Wenn wir uns aber das technische System an sich ansehen, dann ist es so, dass wir hier keinesfalls von moderner Technik sprechen können. Es ist ein sehr einfaches statistisches System, das weder irgendeine Art von Fairnesskriterien betrachtet, das in der Dokumentation Fehlerraten nur für einzelne Personengruppen, also für die Gruppe H und für die Gruppe N, also für das Hochsegment und Niedrigsegment ausrechnet. Technischer Standard ist es, Fehlerraten für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen auszurechnen, das heißt für Frauen, für Männer, für Personen mit Beeinträchtigung und auch in der Überschneidung all dieser Kategorien Fehlerraten individuell zu berechnen. Das ist technischer Standard und das ist hier alles nicht passiert. Und an diesem System kann aus technischer Perspektive nichts verbessert werden, weil es von Grund auf fehlerhaft ist. Herr Lohninger, vielleicht Sie haben sich ja sehr damit auseinandergesetzt, vielleicht wollen Sie zu dem Thema noch was sagen. Wir haben ja in der Vorbesprechung auch ein bisschen herausgearbeitet, also anscheinend sind da ja grundlegende Modelle
angelegt worden, nach denen dieser Algorithmus arbeitet. Und ich glaube, da ist es ja auch sehr undurchsichtig, wie die Modelle, glaube ich, gestaltet sind. Oder was war da Ihr großer Kritikpunkt daran? Ja, also wir haben natürlich ganz am Anfang versucht, so viel wie möglich über die Funktionsweise des AMS-Algorithmus herauszufinden. Es gibt einzelne Berechnungsmethoden, die dokumentiert sind. Das sind auch die Beispiele, die dann zum Beispiel im Standard sozusagen so als kleines Quiz sogar zum Ankreuzen waren, dass man den Teil für sich selber mal durchspielen konnte. Aber es gibt ganz viele Berechnungsmethoden und Funktionsweisen im Hintergrund, die wir nicht kennen, wo wir auch probiert haben, vom AMS über Informationsfreiheitsanfragen Antworten zu bekommen, darüber, wie diese anderen lang- und kurzfristigen Berechnungsmethoden aussehen. Auch wie die Schulungsmaterialien aussehen, die für die AMS-Beraterinnen und Berater zur Verfügung stehen, die ja diesen Algorithmus dann auch in der Praxis einsetzen müssen. Und leider haben wir hier auf die allermeisten unserer Anfragen keine Antwort bekommen. Ich glaube, dass die Studie von Dr. Allhutter da ein bisschen mehr Einblick hatte als wir, aber wir haben sozusagen uns auch immer nur auf die öffentlichen Informationen bezogen oder die wir erfragen konnten und sie dann eigentlich auch immer veröffentlicht. Die sind dann auch auf unserer Website einsehbar. Und ja, also das ist dann insgesamt doch eine ungute Situation, die mich immer so ein bisschen, ja, das Worst-Case-Beispiel für ein Social Credit System ist China. Dass man so einen sozialen Score hat, der dann wirklich Einfluss auf mein Leben hat und eine komplette Blackbox ist. Also wo wir auch glauben, dass es wirklich eine personelle Transparenz braucht, für wie betrifft mich das jetzt im Einzelfall, aber auch generell, dass die Funktionsweise von so einem System wirklich auch einer öffentlichen Debatte standhalten muss, weil es ist ja staatliches Handeln, das hier passiert, nur es passiert halt in Form von Programmcode bei einem Computer, aber nichtsdestotrotz muss es einsehbar, muss es demokratisch diskutierbar sein und das ist eben hier gar nicht möglich aufgrund der Funktionsweise und auch der politischen Entscheidung, das eben so in die Welt zu setzen. Und man sieht es ja eh hier, also ich rechne es Magister Lorca sehr hoch an, dass er jetzt hier sitzt, aber eigentlich politisch verantwortlich wäre Arbeitsminister Kocher und natürlich der Chef des AMS. Aber vielleicht könnte man da sogar fast ein bisschen Parallelen zwischen Ihnen und dem Herrn Lorca finden, in dem Fall, nämlich wo es darum geht, was mit dem Steuergeld passiert. Ne? Also Sie wollen eigentlich Transparenz, dass wenn schon Steuergeld für irgendwas ausgegeben wird, muss es transparent sein. Der Herr Lorca sagt, ja, es soll gut angelegt sein. Ne? Also vom Grundsätzlichen her. Ich kann mit dem anschließen, also das soll durchaus transparent sein. Die Leute sollen wissen, womit da gearbeitet wird, weil sich jemand auch rühren können muss, wenn ein Fehler passiert, wenn das falsch programmiert ist, wenn er aufgrund falscher Daten irgendwo falsch zugeteilt wird, muss er sich auch melden können. Und dafür muss ich wissen, wie es funktioniert. Und dafür soll es offen sein. Das glaube ich schon auch. Ja. Dennoch war es aber so, dass Sie für dieses Gesetz gestimmt hätten sozusagen, ja, oder es gern gehabt hätten. Hat es da jetzt nicht von Seiten der NEOS auch einmal eine genauere Untersuchung gegeben, was eigentlich drin ist in dem AMS-Algorithmus oder so? Es war der AMS-Chef Kopf im Rechnungshofausschuss und hat sich vielen Fragen gestellt. Ich bin kein IT-Experte, für das gibt es Leute wie den Herrn Lohninger und wir können bei uns im kleinsten Parlamentsclub dieser Republik nicht IT-Experten beschäftigen. Dafür reichen die Ressourcen nicht, obwohl wir die höchste Parteienförderung Europas haben. Ja, also ich will jetzt nicht jammern, wir haben zu wenig Geld, das wäre auch nicht sinnvoll, wenn jeder IT-Experte, also da reicht es dann einfach nicht hin. Frau Rutter, bitte. Also wir hatten ja die Freude, mit dem Center for Informatics and Society der TU Wien zusammenzuarbeiten in unserer Studie. Das heißt, hier waren IT-Experten am Werken und in der Studie findet man dementsprechend auch die Informationen, die man braucht. Herr Zawadl, vielleicht nehmen wir uns da noch dieses Beispiel her. Also in Polen, habe ich ja einleitend gesagt, hat es ja anscheinend schon gegeben, so ein bisschen anders natürlich wahrscheinlich programmiert, aber so ein AMS-Algorithmus, der dann wieder abgedreht wurde. Wissen Sie dazu etwas, warum das damals nicht dort funktioniert hat und hat es Parallelen zu unserem Algorithmus? Haben Sie sich das einmal anschauen können? Oder? Nein, also über das polnische Verfahren weiß ich nichts Bescheid. Was natürlich klar ist, also die DSGVO als europäische Verordnung gilt auch in Polen. Das heißt, ich vermute einmal, dass es natürlich hier ähnliche Herausforderungen gab. Entschuldigen Sie, die werden nicht neugierig sein, dass ein österreichischer Datenschutzbeauftragter hineinschnüffelt, wie ihr AMS-Algorithmus dann programmiert wurde in Polen, oder?
Naja, durchaus. Also die Aufsichtsbehörden, also es gibt ja pro Mitgliedstaat zumindest eine Aufsichtsbehörde im Bereich Datenschutz und die können durchaus auch vor Ort gehen und auch in die Datensysteme hineinschauen. Also das ist ausdrücklich geregelt. Also das wäre nicht die Herausforderung bei uns, also um auf Österreich zurückgekommen. Wir sind eigentlich nicht einmal zu dem Punkt gekommen, wo wir hier die Datenqualität überprüft hätten, weil es eigentlich schon am grundlegenden Problem gescheitert ist, nämlich an der gesetzlichen Grundlage. Also die Diskussion jetzt war jetzt natürlich insbesondere arbeitsmarktpolitische Diskussionen. Da halten wir uns natürlich raus, weil wir das nur aus rechtlicher Sicht überprüfen. Und da ist eben die klare Botschaft oder der Bescheidsspruch der, wir brauchen einfach eine gesetzliche Grundlage. Was da drinnen steht, das obliegt dem Gesetzgeber, zum Beispiel, dass gewisse Verpflichtungen sind im Hinblick auf die Datenqualität, dass man das nicht missbrauchen darf, dass die AMS-Mitarbeiter wirklich auch andere Faktoren noch einmal mit berücksichtigen müssen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ganz besondere Kenntnisse, die jetzt vielleicht nicht im Algorithmus abgebildet werden können, etc. Also es braucht einfach gesetzliche Verpflichtungen und dann ist es zumindest aus rechtlicher Sicht klar, dass das geht. Die politische Diskussion, das macht dann sozusagen diese Hälfte vom Podium und nicht die Behörde. Schauen wir auf diese Hälfte wieder hinüber. Die Frau André nickt schon wieder, bitte. Na, vielleicht nur zur Transparenz, die ich natürlich sehr unterstreichen kann. Drum haben ja wir als Arbeiterkammer diese Studie in Auftrag gegeben, die ja zum Beispiel runterladbar ist auf der Homepage der Arbeiterkammer. Die ist ja, ich glaube, 180 Seiten oder so. Ja, ich glaube, bei 120 habe ich dann, glaube ich, aufgehört zu zählen. Weil wir eben genau wissen wollten, Sie haben gut gearbeitet und viel. Genau, was denn hinter diesem Algorithmus steckt, ja, weil wir die Antworten ja auch nicht gekriegt haben. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen haben sich das ja dann sehr genau angeschaut und daraus haben wir dann diese Schlüsse gezogen. Und wir haben ja bewusst euch auch unterstützt mit unserem Zukunftsdigitalisierungsfonds, weil wir ja Digitalisierung an sich nicht als gefährlich ansehen. Logisch, Digitalisierung soll den Menschen die Arbeit leichter machen, sie soll nur den Faktor Mensch nicht ausschalten. Ja. Und ein bisschen lustig finde ich jetzt dieses Menschsein ist Opfersein, weil der Algorithmus macht genau das. Der Algorithmus bildet genau das ab. Also der gibt dann Frauen einfach ein Minus, weil er sagt, na, du bist schon ein bisschen, um ihr Wording zu verwenden, ein bisschen mehr Opfer als wie ein Mann ohne Kinder. Also wir wehren uns ja genau dagegen. Ich sage, es müssen alle Menschen eine Chance kriegen und sie sollen eben nicht von vornherein diesen Stempel kriegen und der Algorithmus verschärft. Er tut nichts anderes wie Diskriminierungen, die schon bestehen und die gibt, die werden wir uns ja doch einig sein, dass die gibt, nicht nur mehr zu manifestieren, sondern der Auftrag muss sein, diese Diskriminierungen zu überwinden und den Menschen mehr Chancen zu geben, als die sie jetzt kriegen, weil es eben viele nicht bekommen, diese Chancen. Ja. Jetzt habe ich aber auch schon öfter hier am Podium gehört, dass grundsätzlich ja so ein System, das einmal eine Vorauswahl trifft, für die meisten hier eh gut wäre, ja, oder sozusagen einmal, also eh gut, schütteln Sie jetzt den Kopf, aber halt, das ist schon gut, wenn man eben effizient mit dem Steuergeld umgeht, wenn es etwas gibt, das einmal in irgendeiner Art und Weise ein bisschen eine Vorarbeit leistet, aber wie könnte so ein System dann aussehen, damit es dann auch tragbar wäre und damit es eben nicht Menschen zu Opfern macht, damit es nicht Steuergeld verschwendet, wie müsste so ein System sein? Na, ich glaube, erstens glaube ich, dass die AMS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Geschäft gut kennen und sehr gut wissen, wo braucht es mehr, wo braucht es weniger. Weil ich muss ja sowieso, bevor ich den Algorithmus befülle, muss ja irgendjemand diese Daten aufnehmen. Das heißt, es wird ja, ich muss ja mit den Menschen sprechen, muss sagen, na, wie schaut es aus mit Pflege, wie schaut es aus? Also das ist ja ein Datensatz da, den hat ja wer abgefragt, der wird ja nicht einfach, der fällt ja nicht vom Himmel. Ja. Das heißt, die wissen ja eigentlich schon sehr gut. Es kann aber eine ganze Reihe wahrscheinlich an durchaus mit Algorithmen hinterlegten Abläufe etc., die man natürlich durch Digitalisierung massiv erleichtern könnte. Ich denke mal jetzt gerade bei der Kurzarbeit, war das ist ja zum Beispiel ein Riesenaufwand. Also da waren wir ja leider technisch, was ein Riesenaufwand. Und da hat auch das Finanzamt das irgendwie nicht können und so weiter. Also da war es ja enorm eigentlich erschreckend, wie schlecht wir digitalisiert sind. Also ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe von effizienzsteigernden Digitalisierungsmitteln gäbe, wo wir uns viel Geld ersparen, wo wir sehr schnell helfen können. Aber genau da, wo es darum geht, den Mut zu machen, da glaube ich, da braucht man Menschen, weil da geht es ums Gemeinsame. Ja. Herr Lohninger, Sie sammeln schon die ganze Zeit Stichworte. Was brennt Ihnen auf der Seele? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, streichen wir die Gemeinsamkeit heraus. Ich glaube, dass
offene Daten überall dort, wo der Staat Geld ausgibt, etwas sind, auf das man sich einigen kann. Und das sage ich auch als Datenschützer, dass man das so ausgestalten kann, dass es zu keinem Nachteil im Datenschutzbereich kommt. Weil mich interessiert nicht die einzelne Förderung, mich interessiert aggregiert für einzelne Gruppen bei natürlichen Personen. Bei juristischen, glaube ich, kann man da generell sehr viel transparenter sein. Aus gutem Grund gibt es keinen Datenschutz für Unternehmen. Aber ich glaube, dass, da, wo ich Ihnen widerspreche, ist, dass es keine IT-Experten in den Parlamentsclubs bräuchte. Also unsere Arbeit wäre um einiges leichter, wenn es da mehr Kompetenz gäbe. Und ich glaube auch, dass es ähnlich wie Rechtswissenschaften wichtig ist, dort die Dinge zu Ende zu denken und einfach auch einschätzen zu können, was ist möglich, was ist technisch machbar und was nicht. Da gibt es auch viele Dinge, viele politische Vorhaben, wo mir genau diese Kompetenz und dieser Reality-Check fehlt. Und was ich vielleicht da nochmal anschließend an die Datenschutzbehörde sagen will, ich kenne jetzt das einzelne Verfahren nicht, ich kenne auch den Bescheid nicht, das ist ja alles noch nicht rechtskräftig. Ich sehe schon eine Möglichkeit, dass das Ganze noch zum EuGH geht und vielleicht ein Grundsatzurteil ist für diesen Bereich. In Polen ist es nicht passiert, da hat man das rein national geregelt. Und das dortige System einfach verboten. Und es wäre auf jeden Fall spannend, weil wie haben wir gesagt, diesen AI Act, also es gibt Gesetzgebung auf EU-Ebene, unter die der AMS-Algorithmus fallen wird. Aber dieses Gesetz ist erst letztes Jahr vorgestellt worden und wird gerade noch verhandelt. Und ja, also das ist das große Themenfeld. Wir reden heute über den AMS-Algorithmus, aber eigentlich geht es um algorithmische Entscheidungsfinden in unserer Gesellschaft. Und wie gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs und der erste Vorläufer. Ich glaube, derartige Systeme werden uns in 10, 15 Jahren auf einer alltäglichen Basis begegnen. Wir haben es jetzt schon, wenn wir irgendwie das Internet anschalten und ein Facebook-Newsfeed, ein YouTube- oder Amazon-Empfehlungen sehen. Wir haben es in vielen Bereichen, wenn wir irgendwie eine Finanztransaktion machen im Hintergrund, aber wir sehen es nicht. Hier wird es zum ersten Mal sichtbar. Deswegen ist es auch so wichtig, jetzt über dieses Beispiel zu reden, weil an dem kann man ganz viel festmachen. Und es geht hier auch um Digital Literacy. Es geht darum, dass Menschen verstehen, wie diese digitalen Systeme ihr Leben beeinflussen. Und wenn man hier diese rote Linie nicht ziehen würde beim AMS-Algorithmus, habe ich wirklich Sorge, in welche Richtung wir dann in den 10, 15 Jahren gehen werden. Und deswegen auch diese Kampagne mit der Bewusstseinsbildung, mit der Petition, mit der Möglichkeit, seine eigenen Daten zu beauskunften. Wenn man in den letzten Jahren arbeitssuchend war, hat das AMS 80 bis 120 Seiten über jede Person gespeichert. Teils nicht zu deren Fault, weil die haben eine gesetzliche Grundlage, wieso sie das speichern müssen. Aber trotzdem, das ist teilweise sehr spannend, was das AMS so über einen weiß. Und die, könnte man die auch abfragen? Also ist das vielleicht, kann man Daten vom AMS, also kann ich wissen eigentlich, was die von mir gespeichert haben? Ja, also zwei Punkte dazu. Nummer eins, das kann man. Also das gibt das Recht auf Auskunft. Auch das ist europarechtlich übrigens normiert, nicht national. Also Artikel 15 DSGVO. Und wie ich verstanden habe, kann man das auch auf Ihrer Webseite offenbar automatisiert tun oder gibt es ein Formular, also sei auf die Webseite verwiesen an dieser Stelle. Aber Epicenter.works, glaube ich, ist der. AMS-Algorithmus.at in dem oder Fall, das, ja. Gut. Aber Auskunft, die man übrigens kostenfrei bekommen muss, zumindest das erste Mal, bedeutet, dass man unter anderem eine Kopie der Daten bekommt, die über einen gespeichert sind. Und das würde auch bedeuten, dass ich die Information bekomme, was rechnet denn dieser Algorithmus über mich. Der zweite Punkt, den Sie auch angesprochen haben, Stichwort Europäischer Gerichtshof, also EuGH. Also auch abseits von diesem AMS-Algorithmus gibt es jetzt ganz, ganz viele Vorabentscheidungsersuchen vor dem EuGH. Also da wird sich der EuGH mit der Frage der automatisierten Einzelentscheidung beschäftigen. Was ist das eigentlich? Und unter anderem auch, welche Qualität muss jetzt eine Rechtsgrundlage haben? Also was muss in einem solchen, zum Beispiel österreichischen AMS-Algorithmusgesetz eigentlich drinnen stehen, damit das diesen Anforderungen der EU entspricht? Also mit all diesen Fragen wird sich der EuGH beschäftigen. Ob der VBGH jetzt vorher entscheiden wird oder das Verfahren aussetzen wird, das kann ich an der Stelle nicht sagen. Aber es gibt ganz, ganz viele Fragen derzeit, die auf europäischer Ebene anhängig sind in diesem Zusammenhang.
haben ein schönes Stichwort gegeben, die Fragen. Da möchte ich Sie jetzt natürlich auch noch einladen, alle, die hier im Raum sind, aber auch die, die eben sich von außen sozusagen online einschalten. Wir haben zwei Kolleginnen hier, Tanja Mali und Petra Schmidt, die jetzt die Channels sozusagen beobachten. Also Sie können durchaus auch, wenn Sie wollen, über den Zoom-Channel, wo wir gestreamt werden, jetzt auch Fragen in den Chat hineinstellen. Ich stelle mal dazwischen, gibt es eine Frage hier im Raum noch? Ja, bitte, gern. Hallo, ja, danke schön, Clara Hofer von der APA. Also Sie haben jetzt gesagt, es wäre möglich, den Algorithmus zu nutzen. Wie, ich meine, wenn die Daten jetzt schon biased sind in einer biased Gesellschaft, weil es gibt Diskriminierung in unserer Gesellschaft, wie müsste man den Algorithmus, könnte man den Algorithmus dann so bauen, dass er eben nicht mehr biased ist? Herr Lohninger, ne? Jetzt bauen Sie mal einen. Ist genau dieselbe Frage, hat uns ein vom Arbeitsministerium doch unter Ministerin Aschbacher beauftragtes Forschungsinstitut auch gestellt. Wie können wir das irgendwie hinbiegen, sodass er doch noch irgendwie akzeptabel wäre? Und das ist nicht unsere Aufgabe. Also wenn der Gesetzgeber ein solches System bauen will, bei jeder Grundrechtseinschränkung liegt die Rechtfertigungslast beim Gesetzgeber. Es ist gesagt worden, also da gibt es Risikoabschätzungen, die einzuhalten sind. Das hat man bisher sträflich verabsäumt und das wäre halt auch für das Design ausschlaggebend, dass man sich mit den Risiken zuerst beschäftigt. Das haben wir als kleine NGO jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten getan, aber nicht, wie man das tun müsste, wenn man das jetzt als Gesetz, als großes System aufbaut. Und insofern ist das nicht unsere Rolle, jetzt zu sagen, wie es irgendwie gehen könnte. Eine Möglichkeit, die wir halt sehen und die ist auch in den Forderungen, die freiwillige Teilnahme am Algorithmus hätte den Effekt, dass es dann eben eine Alternative der menschlichen Beratung wäre. Also wir wollen einfach nicht, dass es ein verpflichtendes System ist. Das ist eine politische Forderung primär, die dann aber eben auch rechtliche Konsequenzen hätte. Und nichtsdestotrotz geht es eben auch um die schon angesprochenen Fragen der Zulässigkeit im Rahmen der DSGVO. Also in Wirklichkeit, man muss von vorne anfangen, so wie es jetzt ist, kann man es immer in die Tonne treten. Ich glaube auch nicht, dass wenn das Arbeitsministerium oder das AMS an dem festhält, dass sie damit erfolgreich sein werden. Also das wird nur dazu führen, dass man diesen unnötigen Kampf verlängert, der, glaube ich, auch wichtige Diskussionen über die Digitalisierung der Verwaltung verhindert. Und viel sinnvoller wäre, wenn man sich jetzt beim AI Act einsetzt, dass wir saubere EU-weite Regeln bekommen und dann mit einer Risiko- und einer klaren Perspektive nochmal neu sich dieses Thema Arbeitsmarkt anschaut. Mhm. Ich glaube, die Frage war, wenn man von null anfängt, ist es möglich, so etwas zu bauen, dass es nicht biased ist? Also es hängt wirklich an der Funktionsweise an. Wenn das auf Basis von Trainingsdaten funktioniert, dann werden die einen Bias haben, weil einfach unsere Gesellschaft diesen hat. Die Frage ist halt, wie geht der Algorithmus damit um? Ist das dann etwas, das über gewisse Mechanismen versucht wird, konkret umzudrehen oder sozusagen Schwächen in Stärken zu verwandeln mit gezielter Förderung? Ist es vielleicht auch ein Weg, um als Alternative bei rassistischer, menschlicher Beratung eine Möglichkeit zu liefern? Da sind Dinge denkbar, aber das ist auch etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, wo die wissenschaftliche Erfahrung von anderen Systemen für mich der Ausgangspunkt wäre. Und wir können nur eben sagen, wo die Fehler in dem jetzigen sind. Und es gibt da wirklich ein extrem spannendes und aktives Forschungsfeld, wo man sehen kann, wie es gehen könnte. Aber die Frau Allhuter hat vorher ja gesagt, eben auch so wie das System jetzt ist, ist es nicht zu retten, oder? Das haben Sie, glaube ich, auch vorher erwähnt. Oder ist es nicht hinbiegbar? Ja, also ich glaube, man kann hier zwei Dinge unterscheiden. Ein System, ein algorithmisches System ist an sich nie neutral. Es bildet Realität immer aus einer bestimmten Perspektive ab und in dem Sinne kann man es als gebiased, auch wenn es kein nicht fehlerhaft ist, sozusagen schon bezeichnen. Oder einfach eine bestimmte Perspektive abbildend. Und auf der anderen Seite finden wir in der Forschung, dass die Fälle, die wir gesehen haben, beispielsweise der Fall Siri in den Niederlanden, der Wohlfahrtsstaatsbetrug aufdecken sollte oder auch der Fall in Polen beispielsweise mit dem polnischen AMS sozusagen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen
vermehrt betroffen sind, weil es höhere Fehlerraten gibt, das heißt die Falscheinstufungen im Positiven oder im Negativen für bestimmte Bevölkerungsgruppen höher sind. Und in diesem Sinne ist es eine Grundsatzentscheidung, führt man im wohlfahrtsstaatlichen Bereich ungeprüft solche Systeme ein oder welche Prüfmaßnahmen, welches institutionelle Setting, welches rechtliche Setting, welche Einspruchsrechte braucht es dazu im Vorhinein und nicht erst dann, wenn die Probleme sichtbar werden. Und es gibt natürlich technische Forschung und Maßstäbe, wie man Bias behandeln kann, aber das ist nicht genug. In diesem Sinne unbiased passiert nie. Es braucht immer ein institutionelles, rechtliches Setting rundherum, das solche Systeme im Auge hat. Die Frau André hat sich vorher auch noch zu Wort gemeldet. Na, vielleicht nur einen Hinweis habe ich am Anfang schon gegeben. Ich glaube, dass er momentan gar nicht so relevant ist, weil momentan ja das AMS alles andere tut, wie zu sagen, die Gruppe, die da rausgefallen wäre, die wollen wir jetzt gar nicht, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben, sondern eigentlich ist er jetzt genau die Botschaft der andere. Schauen wir, machen wir denen wieder Mut, sagen wir denen jetzt wieder, nein, es macht Weiterbildung doch Sinn, nein, ihr habt doch eine Chance am Arbeitsmarkt. Das ist also diese Erinnerung. Ja. Und das andere ist, denke ich mal, zwei Möglichkeiten, wie man mit Algorithmen besser umgehen könnte. Das eine wäre, wenn er weniger in Richtung quasi Einteilung geht, sondern in Richtung Chancen eröffnen. Also wenn zum Beispiel Algorithmus rechnen wird, okay, ich glaube, die und die Weiterbildungen, die und die Fortbildungsgeschichten, das und das wäre wahrscheinlich gut für dich und schau doch mal durch und habe dann wirklich einen Anspruch drauf und sage, okay, auf das habe ich gar nicht gedacht, der AMS-Berater hat vielleicht nicht so viel Zeit gehabt. Und ich kann dann mit dem, dann wäre das vielleicht eine Chanceneröffnung, an die für ein anderer vielleicht nicht gedacht hätte. Also wenn man ein bisschen Beispiel wie zuerst Urlaubsvorschläge und Büchervorschläge, also in sowas könnte es gehen. Dann hätte es einen völlig anderen Touch. Ist immer nur datenschutzrechtlich problematisch und so. Und das Zweite, womit man manches vielleicht verhindern könnte, wäre, wenn man die Menschen mehr einbezieht, die da alle von betroffen sind, also die AMS-Beraterinnen und Berater, die Betroffenen selber, auch die Unternehmen und das Stück, was sie zu entwickeln, wo alle auch was davon haben. Ja, weil ich habe ja nichts davon, wenn ein Algorithmus wenn rauswirft, den vielleicht der Unternehmer dringend sucht. Und weil er halt jetzt in dieser Kategorie ist, kommt er in die völlig andere Schiene. Ja. Also ich denke mal, wenn man mehr höhere Beteiligung, mehr Transparenz, würde einen Bias nicht verhindern, aber sichtbarer machen, vielleicht dadurch handelbarer machen. Da wird man nicht so drauf reinfallen. Dann. Weil Sie, Herr Lohninger, vorher gesagt haben, wie wäre es mit einem System der Freiwilligkeit? Herr Lohninger, wäre das ein System für Sie? Also, dass man etwas entwickelt, wo aber die Leute dann freiwillig sozusagen mitmachen können oder nicht? Dann würde ich das schwedische oder das dänische System nehmen und die Arbeitslosenversicherung überhaupt freiwillig machen. Und dann ist sie so, wie sie ist. Und nehme ich sie oder nehme ich sie nicht? Aber würden da dann nicht wieder Leute sozusagen umfallen, die jetzt kleine Gehälter haben und sagen, ich kann mir, das ist ja ein bisschen ein amerikanisches Modell, ne? Ich versichere mich halt nicht, weil ich zu wenig verdiene. Das ist das skandinavische Modell, nicht das amerikanische. Das skandinavische. Also amerikanisch ist natürlich ein bisschen ein Thema, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. In Amerika lässt man sich halt sozial versichern, wenn man es möchte oder wenn man es sich leisten kann, wenn nicht, dann nicht. Und wenn man natürlich hofft jeder, dass es nie braucht, aber wenn man es dann braucht, hat man halt nichts, ja, weil man es nicht bezahlt hat. Die Frage kann man doch stellen. Also es könnte doch jemand entscheiden, also wenn Sie heute einen Lohn haben von brutto 1.500, nehmen wir mal an, könnten Sie doch auch zu der Entscheidung kommen, wenn ich den Job verliere und ich bin nicht arbeitslosenversichert, kriege ich Mindestsicherung. Und dann habe ich auch 980. Und mit der Arbeitslosenversicherung hätte ich auch nicht mehr. Also könnte so jemand auch zum Schluss kommen, ich muss das nicht zahlen. Oder es könnte euch jemand sagen, ich bin 25 Jahre alt, ich brauche es nicht und ich mache das dann, wenn ich 40 bin. Könnte man auch sagen. Also die Dänen und die Schweden machen das so. Ja, also das sind Länder, wo die Menschen sozial sehr gut versorgt sind. Und dann, wenn so ein System freiwillig ist, dann kann auch jeder sagen, nehme ich es zu den Konditionen, die da sind, oder nehme ich es nicht. Ich würde aber bedingen, dass der Rest so bleibt, also dass die Grundsicherung und so natürlich in unserem Land erhalten bleibt. Davon gehe ich immer schwer aus. Ja. Die Frau André, glaube ich, hat einen Einwand. Nein, also ich diskutiere jetzt nicht über, es ist komplexer, so einfach ist es nicht, dass ich sage ja oder nein in Skandinavien. Aber wir haben das entschieden, dass wir dabei sein wollen. Das ist nicht, ich habe schon einmal gesagt, die Arbeitslosenversicherung ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben die erkämpft, die Menschen wollten das, nicht umsonst hat es Mehrheiten gegeben dafür im Parlament. Ja. Es ist unsere Versicherung, das ist ja nichts, weiß ich nicht, irgendwas.
fremdes Wesen, das das gebracht hat, sondern das ist unsere Versicherung und wir müssen um die Bedingungen kämpfen da drinnen und da gibt es unterschiedliche politische Meinungen dazu. Das ist auch gut so in einer Demokratie, dass man das auch gut ausdiskutieren darf und unterschiedlichste Meinungen zulassen kann und auch über Algorithmen diskutieren darf. Aber grundsätzlich ist das ja nichts, was einfach ein König oder so für uns bestimmt hätte. Ganz im Gegenteil. Gut, gibt es online eine Frage? Ja. Ich glaube, einfach nur ganz hier, kurz. Hier kommt die Stimme aus dem Off. Petra Schmidt, Epicenter Works. Ich betreue den Chat und möchte erstmal den vielen Teilnehmerinnen danken, dass sie überhaupt da sind und hier auch einige Fragen gestellt haben. Vielleicht fange ich mal an, weil wir gerade dabei waren, wegen der Arbeitslosigkeit. Hier hat jemand auf den Herrn Loacker geantwortet und gesagt, dass die Sache überhaupt nicht so sei, dass es eben nicht die Situation gäbe, man würde sofort, wenn man einen Job wolle, ihn auch bekommen, sondern auch eine gute Ausbildung würde weiterhin durchaus nicht helfen, um in eine Arbeit zu gelangen. Das war eine Antwort auf eine Äußerung von Herrn Loacker vorhin. Und dann habe ich noch eine andere Frage, die sich auf den Datenschutz bezieht. Und zwar schreibt Barbara H., AMS.at verwendet Google Analytics und Adobe Analytics und egal wie der Algorithmus funktioniert, wird das Ergebnis online eingesehen und erfolgt die Nachricht zum Beispiel über einen Link von Google Mail und wird unverschlüsselt über DoubleClick weitergeleitet. Und sie hat die Frage dann später noch erweitert und fragt, wo denn die Daten da gehostet werden vom AMS, ob die in Cloud-Diensten oder bei Microsoft, also oder ob Microsoft verwendet wird, also wie es da überhaupt generell um den Datenschutz beim AMS bestellt ist. Dann würde ich die Fragen gerne erstmal weitergeben, es gibt aber noch mehr. Genau, vielleicht Herr Zauber, wissen Sie da was dazu? Ja, hoffentlich ist die Datenlage gut. Man muss dazu sagen, ein Prüfverfahren bezieht sich immer nur auf bestimmte Aspekte. Also das heißt, bei oder gerade bei einer so großen Organisation wie dem wie das AMS, da können wir jetzt nicht von A bis Z wirklich alles durchprüfen. Diese Entscheidung hat sich jetzt wirklich mit dem Einsatz des AMS-Algorithmus und der rechtlichen Grundlage beschäftigt. Das, was hier die Fragestellerin anspricht, ist ein anderer Aspekt des Datenschutzrechts, nämlich der internationale Datenverkehr und ob es überhaupt zulässig ist, jetzt Daten in die USA zu transferieren etc. Und ich verstehe es ja durch die Datensicherheit angesprochen. Das war ganz einfach nicht Prüfgegenstand bei uns. Zudem sind wir, wie schon gesagt, gar nicht gekommen, weil es eben die gesetzliche Grundlage unserer Auffassung gar nicht gibt. Aber das ist ja auch eine weitere Entscheidung der Datenschutzbehörde, Google Analytics unzulässig, auch nicht rechtskräftig. Aber natürlich, wenn jetzt das AMS irgendwie Server aus den USA verwenden würde und hier personenbezogene Daten im Klartext in die USA transferiert werden, dann wäre das aller Voraussicht nach mit einem großen Fragezeichen versehen. Nicht, weil es wir sagen, sondern weil es eben der Europäische Gerichtshof so gesagt hat. Petra, kommt noch was? Frage von Harry. Der fragt, welche konkreten und wirksamen Kontrollmittel gibt es eigentlich, dass Ergebnisse des AMS-Algo nicht doch in eine mögliche europäische Variante des Social Credit Systems einfließt? Herr Lohninger, haben Sie dazu was zu sagen? Ja, also derartige, also das ist eigentlich etwas, das rein nationalstaatlich gelöst ist bisher, wo wir eben noch keine Harmonisierung auf EU-Ebene gesehen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das in den Verträgen möglich wäre, eigentlich dieser Arbeitsmarkt. Fragen in dem sozialpolitischen Bereich sehe ich jetzt nicht als eine unmittelbare Gefahr, dass das sozusagen auf EU-Ebene angeglichen würde, auch weil die Voraussetzungen dafür sehr unterschiedlich sind. Aber natürlich, wir sehen in anderen Bereichen das, zum Beispiel Gesundheit, da gibt es Diskussionen über einen europäischen Datenraum mit eigener Gesetzgebung und auch im Rahmen des Projekts Gaia-X, wo man sich schon Sorgen machen muss, dass Daten, die zum Beispiel heute bei der ELGA gespeichert sind oder auch in anderen Bereichen auf EU-Ebene zusammengeführt werden. Die Diskussion gibt es im Nachgang der Covid-19-Pandemie. Und wenn man sich da das Beispiel der Registerforschung in Österreich anschaut, wo es massive Kritik aus dem Datenschutzbereich gab, die leider nicht gehört wurde, dann ja, stimmt mich das sorgenvoll. Frage von Wolfgang Weber von TV-Wien.org. Ein Graubereich im Datenschutz sind Online-Bewerbungen durch private Firmen, die sensible Daten generieren. Manche Firmen wie Wiener Linien fordern zum Beispiel sogar das Anlegen eines eigenen Accounts.
Es ist anzunehmen, dass dort schon ein Algorithmus eingesetzt wird. Gibt es dazu Pläne, das zu beleuchten? Also wie diese Algorithmen eben jetzt auch von anderen Bewerbungsverfahren zum Beispiel reguliert werden von außen oder nicht? Okay. Ich kann jetzt nicht wirklich viel zu der Frage sagen. Ich glaube, ich habe sie auch nicht ganz verstanden. Aber was es natürlich immer gibt, ist die Möglichkeit, eine Auskunft zu stellen. Bei allen Unternehmen und auch bei staatlichen Einrichtungen, also ergo auch bei den Wiener Linien. Ich glaube, es ging dem Fragenden hier um die Frage, wenn du ein Profil anlegst, was ja relativ häufig vorkommt, und das gibt ja, er spricht den Graumarkt an. Es gibt ja ganz viele Personalagenturen, wo die sagen, du kannst dich auch bei ihnen registrieren und dann geben sie dir Jobangebote, also private Anbieter. Und ob die mit deinen Daten eben dann so auch algorithmisch umgehen und inwieweit das datenschutzrechtlich möglich wäre. Frage. Ja, also ich will nicht zu viele rechtliche Ausführungen machen, aber wir haben einen Artikel 22 DSGVO, das ist das grundsätzliche Verbot der automatisierten Einzelentscheidung. Also das heißt, ganz grundsätzlich ist es verboten, dass, wenn ich mich wo online bewerbe, ich automatisch auf der Grundlage meiner eingegebenen Daten abgelehnt werde zum Beispiel. Da gibt es dann punktuell ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es verboten. Und wenn das der Fall wäre und das nicht transparent dargestellt wird, dann könnte man hier zum Beispiel eine Beschwerde unter anderem bei der Datenschutzbehörde einbringen. Also nochmal, es ist generell verboten, unter gewissen Ausnahmen erlaubt, aber da müsste man sich einfach den Einzelfall anschauen. Also da ist der Sachverhalt ein wenig zu vage formuliert. Eine Sache, die ich da noch ergänzen kann, ist, das ist etwas, das uns gemeldet wurde, was wir aber dann nicht abschließend geprüft haben. Es dürfte eine Plattform geben, wo Arbeitssuchende, man kann schon sagen, zwangsverpflichtet werden, weil der Opt-out ist da sehr versteckt und wo dann die Kontaktdaten sozusagen für registrierte Unternehmen zur Verfügung stehen. Und zwar mit AGBs müssen die Unternehmen versprechen, dass sie die Daten nur zur Kontaktanbahnung für ein Arbeitsverhältnis nutzen. Aber hier wäre es technisch sehr leicht möglich, En-Masse-Daten abzugreifen. Und das sind so Plattformen, die es gibt, wo wir halt auch der Realität ins Auge schauen müssen, dass sehr vieles gemacht wird, was eben nicht DSGVO-konform ist. Und da hat natürlich auch das AMS als staatliche Stelle eine Sorgfaltspflicht. Ja, und weil wahrscheinlich auch die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer sich nicht ausreichend auskennen, um das auch gleich als ein Problem wahrzunehmen. Ne? Weil wie kann ich jetzt als quasi Maxi Mustermann wissen, wie wird da mit den Daten umgegangen? Ne? Ich gebe halt mal im besten Wissen und Gewissen meine Daten in ein Formular ein und was dann damit passiert, hoffe ich halt aufs Beste. Ja. Weiß man ja natürlich nicht. Ne? Genau, ja. Noch abschließend eine Frage, und zwar verwendet der AMS-Algorithmus Daten aus sozialen Netzwerken? Ich glaube, da geht es vor allem darum, ob das angereichert wird, der AMS-Algorithmus mit den Stammdaten, die ja vorhin besprochen wurden. Nein, verwendet er nicht. Ganz kurze Antwort, Daten kommen also aus den Daten, die das AMS selbst aufnimmt, und Sozialversicherungsdaten fließen auch ein. Gut, danke schön. Dann war es das mit den Fragen aus unserem Chat. Gibt es im Raum noch eine Frage? Nein, alle sind jetzt, glaube ich, zufrieden. Wunderbar. Gut, dann wollen wir noch ganz kurz darauf hinweisen, Frau André und Herr Lohninger, es gibt ja eben, also unsere heutige Veranstaltung war sozusagen der Ankick zu, ich glaube, einer ganzen Woche Aktionen. Was genau wird es da noch geben und wo finden wir da Infos? Da gebe ich gleich dem Herrn Lohninger. Wir haben es ein Stück unterstützt, aber die großartige Initiative ist da zu verorten und er soll es auch gleich erklären. Ja, ganz einfach. AMS-Algorithmus.at ist die Kampagnenseite, wo man alle Infos bekommt. Auf AMS-Algorithmus/Tour findet man auch die Tour, die nächste Woche in Oberösterreich stattfindet. Wir sind an 5 Tagen in 5 Städten und eben vor den dortigen AMS-Stellen und versuchen zu sensibilisieren für dieses Thema und aufzuklären. Und wer da nicht dabei sein kann, aber trotzdem ein Zeichen setzen will, es gibt auch eine Petition, die man unterzeichnen kann. Die steht noch unter 5.000, aber da hoffen wir immer noch, dass es einfach mehr Aufmerksamkeit gibt für dieses Thema. Und deswegen wäre es auch wichtig, da gemeinsam mit uns ein Zeichen zu setzen.
Und zuletzt eben auf der Website gibt es auch eine Möglichkeit, ein Datenschutzauskunftsformular zu erstellen. Und sozusagen, wenn man in den letzten Jahren arbeitssuchend beim AMS gemeldet war, dann wäre das ein Weg, auch an die eigenen Daten heranzukommen, sich die anzuschauen und auch den einzelnen Score zu sehen des AMS-Algorithmus. Gut, ich bedanke mich. Ich würde abschließend noch sagen, vielleicht mag jeder noch ein abschließendes Statement, vielleicht einen Satz, wenn wir uns auf den einigen könnten, ganz kurz noch sagen. Was würden Sie sich wünschen rund um den AMS-Algorithmus? Fangen wir bei der Frau André vielleicht an. Mehr Ressourcen und Zeit und Personal fürs AMS statt mehr Computer. Mhm. Herr Lurker? Bessere technische Ausstattung für das bestehende Personal, damit die besser arbeiten können. Mhm. Herr Lohninger, ein Satz. Stopp den AMS-Algorithmus. Gut. Frau Luther. Ich würde mir wünschen, dass er wirklich als Präzedenzfall dienen kann, um sich den Einsatz von Algorithmen im öffentlichen Bereich genauer anzusehen und eine öffentliche Debatte darüber anzustoßen und mehr Transparenz zu schaffen. Mhm. Bitte schön. Ja, ich schließe mit einem neutralen Statement. Ich wünsche mir eine zeitnahe Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten gut. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Mitdiskutieren online oder auch hier im Raum. Danke allen hier am Podium, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, Ihre Position hier zu vertreten und uns das zu erklären. Und wenn es Infos eben geben soll noch rund um den AMS-Algorithmus, dann ist die Seite, glaube ich, www.amsalgorithmus.at. Stimmt? Gut. Genau. Wunderbar. Vielen lieben Dank und einen schönen Tag auf Wiedersehen. Dankeschön.